Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Ib und Ob. Wir sind wieder in der bunten, kunterbunten Welt unterwegs. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Bis letztes Mal haben wir das Level hier beendet, erfolgreich. Dann müssen wir jetzt hier rein. Ich würde sagen, wir gehen hier rein. So. Schauen wir mal. Beim letzten Mal haben wir hübsche Türmchen gebaut. Das stimmt. Ich weiß jetzt übrigens auch, was diese komischen Plattformen zu bedeuten haben. Welche Plattformen? Wenn einer von uns da drauf ist, dann öffnet sich so ein Portal quasi. Ach so. Erinnerst dich? Mhm. Genau. Und wenn wir da beide raufgehen, ist es ein Bonuslevel. Ach so. Super. Das war ein netter Kommentar vom Klamsi. Super. Hat uns gut geholfen. Mal gucken, ob wir es überhaupt mal in eins schaffen. Jetzt ist hier alles so eckig irgendwie. Vorher war das immer so ein bisschen rundlich angehaucht. Vielleicht sollte einer oben lang? Ach, es geht jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, wir probieren es einfach mal so. Hip. Und. Hip. Und. Ob. Hier können wir doch auch irgendwie einen Turm bauen, oder nicht? Hip. Das ist doch bestimmt wieder irgendwie so ein Bonus-Level. Oh Mist. So, aber hier können wir hoch. Hier ja, hier kann hoch. Einer hoch. Oh, der zoomt ja ganz schön nah ran heute. Ja, wenn wir... Uiuiui. Ui, oh. Oh, oh. Okay. Ich hoffe, wir haben nichts kaputt gemacht. Nö, ich glaube, das ist das Level an sich. Wir haben es schon weit weggezoomt erlebt und jetzt... Genau das Gegenteil. Und ich sehe nicht wirklich was, weil mein Mikrofon im Weg ist. Oh, das ist natürlich... So, versuch mal darüber. Yep. Ich geh mal hier rüber, kommst du auch? Ja, geschafft. Das geht, super. Bisher ist ja alles noch ganz... Oh. Ich habe Angst, ich geh weg. Ich versteck mich hier hinter diesem Ding. Ja, das ist gut, das ist... Ist das aggressiv, das Ding? Kann man da drauf? Sieht irgendwie so aus wie so ein Buch, das hin und her flattert. Stimmt, ja. Aber mit Zacken da an der Seite. Boah. Huch. Hast du das gesehen? Was ist denn da passiert? Ich glaube, wenn man unterhalb dieses Buches ist, ich nenne es jetzt einfach mal Buch, dann fliegt das, kommt es runtergeschossen. Boah. Oh. Ah, okay. So viel dazu. Hä, und wie haben wir es? Ich weiß es nicht. Also wir müssen wieder das Weiße, glaube ich. Ja, einer muss hoch, hepp. Und dann musst du so runterlocken. Zack. Ich denke hier dasselbe, einer unten lang. Stimmt. Zip. Okay. Voll die Fledermäuse. Ja, irgendwie so ein bisschen, ne? Okay, jetzt muss ich fix sein. Du musst jetzt hier... hochkommen. Okay. Du kannst. Ich wäre soweit. Ah, boah, der war ja fix. Der ist schnell, ja. Das war krass. Oh. Ja. Ich habe mir noch einen Schnipsel geschnappt. Boah. Oh. Die sind echt. Das muss man echt aufpassen, ey. So, hepp. Ich geh mal hier hoch, ja. Boah. Du musst kurz wieder weggehen, du darfst nicht unten stehen bleiben. Du musst warten, bis ich das Weiße aufgesammelt habe. Ich muss durchlaufen. Ja. Ja, genau. Kein Richtungswechsel. Kein Richtungswechsel, so ist es. Oh oh. Ich glaube, unten durch können wir gar nicht. Also erübrigt sich das schon mal. Ich glaube, wir müssen da wieder mit Turm über den Dicken durch und einfach möglichst schnell sein. Ja, okay. Pass auf, wir schaffen das. Ja. Ich vertraue dir vollkommen. Ich hab's geschafft. Jetzt musst du nur noch überleben. Ja, das kriege ich hin. Okay. So. Ready? Ich hol den Dicken. Ja. Und ich hol ihn. Yep. Jawohl, das war ja fachmännisch. Da sind noch Schnipsel. Scheint mal wieder ein bisschen buggy zu sein dann. Ah ja. Okay. Mhm. Super. Ja.
Sehr gut. Das ging einigermaßen. Ja, wir kommen gut durch. Nur eine Konzentrationsfrage. Soll ich da mal hochgehen? Da musst du musst schnell unten dann sein. Mhm. Okay. Okay. Ready? Uff. Ach so, ja, bei dem... So, ich nehme ihn. Ja, und ich nehme ihn. Ja. Nochmal, so. Ist der noch größer als der letzte? Es sieht irgendwie so aus von hier. Okay, noch, ich komme nicht mehr zurück. Noch fetter? Du musst da rüberspringen. Glaube ich. Boah. Über den fetten? Ich denke schon, ja. Oder komm ich. Warte mal, ich komme hier unten durch. Ich glaube, das ist besser. Stimmt, ja. Einer muss rüberspringen. Ich glaube, es ist wieder ein Combo-Move. Jep. Okay. Ich denke, du kannst direkt springen. Aus dem Stand raus. Boah. Okay. Ich erledige den großen. Ja. Ah. Nochmal. Yep. So. Sehr schön. Mensch, das ist ja richtig einfach heute gerade. Wirklich, wir sind ja richtig geskillt. Richtig geskillt, genau. Ich habe eine Idee. Kannst du mich hier hochlassen? Ja. So, dann gehe ich mal hier runter. Mal auf dieses Ding rauf. Ja. Und nun... Ja. Also ich meine, ich kann dich... Aha. Ich kann dich hier hochlassen. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Aber wir können es mal probieren. Und dann könnten wir hier durchgehen. Also einer zumindest. Es kann aber nur einer da unten durch. Also ich kann dich jetzt hier hochlassen. Und dann wieder zurück. Ups. Dann wieder zurückgehen. Wenn ich den Sprung denn. Ja, das passt. Und ich muss jetzt aber oben rum irgendwie. So wie es aussieht, ich muss wahrscheinlich über auf dieses Quadrat darauf. Hm. Oder du, genau. Ah. Aber warte mal, wir können da einen Turm drauf bauen. Stimmt. Jetzt müssen wir gerade mal überlegen. So, aber das Problem ist, ich muss dich da hochlassen. Ja, aber du kommst da allein nicht hoch, oder? Kommt irgendjemand von uns alleine da hoch? Ja, das passt leider nicht. Also ich würde hochkommen, wenn ich da oben wäre, aber wenn du es nicht schaffst, dann bringt das ja im Endeffekt auch nichts. Ah, ich habe eine Idee. Lass mal hier hochgehen. Mhm. Kommst du auch? Und jetzt klappt das so? Jetzt komme ich schon mal hier hin. Ja, aber du alleine kommst da nicht hoch, oder? Nee, ich werde dich brauchen, leider. Okay. Also ja, probieren wir es mal. So, und wenn ich jetzt von hier... Nee, ich muss auch da hoch. Glaube ich, oder? Ah, nee. Ich glaube nicht. Sogar. Das sollte so... Jetzt bloß nicht den Sprung vermasseln. Ja. Das Problem ist, ich komme jetzt nicht mehr darüber. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe das Gefühl, einer muss allein da hoch. Aber das geht ja irgendwie nicht. Ich meine, ich denke mal, das wird schon so sein, dass einer hier hoch muss. Weil sonst wären die zwei hier nicht da, damit man wieder zurück kann. Und der andere muss dann hier hoch irgendwie. Also ich komme da oben hin. Ja. Das bringt uns was?
Das bringt uns erst, also du kannst dann in dem Sinne nachziehen, aber erst wenn ich hier hoch bin. Das Problem ist nur, dass du da nicht alleine hochkommst. Und wenn ich dir helfe, dann komme ich da nicht mehr weiter. Zumindest ist das mein Eindruck momentan. Das ist echt ein kniffliges Rätsel. Das sind immer so die kleinen, unscheinbaren Dinge, ne? Naja. Ich meine, das sieht so auf den ersten Blick, aber es ist echt, echt krass knifflig. Ich komme hier auch nicht alleine hoch. Ups. Kannst du mich mal hier hochlassen? Ich will einfach mal versuchen, ob... Achso, ich muss dir erstmal hier helfen. Genau, nee, erstmal muss ich genau... Hip. So. Ich will mal gucken, ob ich da irgendwie... Nee, ich komme da nicht... Oh, vielleicht, wobei... Ich bin jetzt ein bisschen an die Ecke rangekommen. Vielleicht, wenn ich das ein bisschen besser schaffe. Nee, nee. Keine Chance. Leider nicht. Also bin ich derjenige, der da auf der rechten Seite dann hoch muss. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Genau, und ich werde oben lang müssen. Du musst oben lang, genau. Wir können ja mal gucken, ob ich... Was passiert, wenn du hier weiterläufst? Genau, was passiert, wenn wir hier weiterlaufen? Okay. Ich glaube, das ist nicht... Ich glaube auch nicht, dass das in der Sache ist. Das ist Lösung. Nicht, dass wir wieder im Ladebildschirm verschwinden. Kommt man vielleicht von dem Ding hier, wenn es springt, darüber? Nee. Oder? Oder von... Nee. Keine Chance. Das haben sie schön bemessen, dass man da nicht tricksen kann. Ja. Die haben schon länger dran gesessen, glaube ich. Ich glaube auch. Oh Mann, das ist ja wieder knifflig. Das ist echt schlimm gerade. Also nochmal. Mal ganz einfach auflisten. Also, ich komme da oben hin mit deiner Hilfe. Genau. So, dann bist du aber unten auf verlorenem Flur. Genau. Hä? Moment. Wie soll... Das ist, tricky. Ich glaube, dieser weiße... Wir haben ja hier, wir haben beide ein Sprungtor quasi. Eine Möglichkeit, um irgendwie zu springen. Und... Aber ich weiß noch nicht, wie uns das genau hilft. Ich hätte eine Idee. Okay. Ich hätte, also, naja, zumindest um was auszuprobieren. Okay. Helf mir mal hier hoch. Ja. So. Und jetzt helf mir mal hier hoch. Ja. So. So, und jetzt folgendes. Ja, genau, warte. Ach nee, das kann nicht gehen. Mist. Meine Idee war jetzt folgende. Dass ich hier hochspringe. Ja, und das ist eben der Knackpunkt. Dass wir beide hier auf diesen raufkommen, was natürlich nicht geht. Mhm. Dann wären wir beide hochgesprungen und du wärst dann hier irgendwie hier oben lang. Aber das geht nicht. Ich habe eine andere Idee. Komm mal hier runter. Ja. Lass mich mal hier hoch, bitte. Ups. Spring auf. So, und jetzt musst du auch hier hochkommen? Ja. Okay. Der Plan ist folgendermaßen. Du steigst jetzt da auf mich drauf, versuchst hier rauf zu springen. Ja. Und ich stelle mich danach hier hin und wenn du zurück katapultiert kommst, nimmst du mich mit. Okay, schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. So. Hüp. Gut. Okay, so viel dazu. Schade. Hast aber auch ein bisschen zugelegt, muss ich sagen. Schade. Aber warte mal. Moment. Doch. Ich glaube, das war gar nicht mal so doof. Geh nochmal da hoch. Ja. Nochmal. So.
So, weil ich komme da jetzt auch hoch. Ja, genau. Okay, okay. Nee, nee, jetzt muss ich. Ach Mist. Nee, ich muss. Ja, du musst nach unten. Ach Mist. Okay. Naja, gut, das kriegen nochmal wir. Nochmal auf Anfang, aber ich glaube, das ist jetzt richtig. So, du musst mich hier hochhelfen. Ich muss dich hochhalten, genau, hep. Dann werde ich mal zuerst. Nee, du gehst wieder zuerst da rein. Okay. So. So, dann springe ich auf dich rauf. Hep. So, jetzt kann ich springen, du auch springen. Ja. Ui. Jawohl, ich hab's geschafft. Du bist dran. Und ich kann auch nach oben. Ja, nach links, genau. Genau, hep. Und hep. Eieiei. War voll das Ablenkungsmanöver hier unten. Ja, total. Das ist übelst verwirrend. Oh.